Jetzt können wir uns auf den Nagakuga und den Glavenus konzentrieren. Solange der Vulkaner da nicht dazwischen funkt, können wir das schon machen, aber da habe ich jetzt irgendwie schon Angst davor. Na ja, gut, das war eine Quest, so kann man es glaube ich sagen. So, ich würde sagen, wir gehen gleich auf die nächste Quest, die Rosa Ratian, und damit sollten wir dann eigentlich die Meisterrang 2 Quests abgeschlossen haben, also außer da würde sich nochmal irgendwas ergeben. Aber wir müssten eigentlich, das können wir jetzt nochmal schnell machen, wir müssten eigentlich dringend mal in die Forschungsbasis. In das Terror sollte jetzt eigentlich gerade eben nicht sein, weil da waren wir ja erst kürzlich und da gab es keine neuen Quests, aber hier drüben könnte es neue Quests geben, auch für Meisterrang 1 und 2. Und deswegen müssen wir da immer so das abgehen. So, ich sag mal, spätestens nach 2 Meisterrängen oder sowas, oder nach einem Meisterrang, wenn man den fertig hat, sollte man nochmal alle Gebiete abgehen, weil hier und da können sich immer ein paar Quests verstecken und die können manchmal echt wichtig sein, weil die einige Erweiterungen auch beinhalten können. Normalerweise die Dörflerbitten bringen einem ja immer irgendwas. Die sind ja nicht komplett umsonst da. Deswegen schauen wir da mal kurz durch und wie gesagt, dann kümmern wir uns um die Rosa Ratian. Okay, ja. Jetzt können wir uns auf den Nagakuga und den Glavenus konzentrieren. Ja, du kannst jetzt zur Schmiede gehen. Was? Kannst jetzt zur Ressourcenzentrale gehen. Ach, von hier aus. Ah, ich verstehe. Ja, das ist ja angenehm. Okay, klar, Schmiedeverkäufer. Ich sehe schon. Was geht's? Eigentlich wurde ich angehört, um auf den Anführer des Feldteams aufzupassen. Aber jetzt bin ich Läufer für die Schmiede. Wie ich hörte, gibt es hier nur Intelligenzbestien. Für die Herstellung ist man nicht so ganz ausgerüstet. Ich sag nur, Feuer! Also lass mich Bestellungen zur Schmiede in das Terror übermitteln. Wenn du was brauchst, hole ich es für dich. Ernsthaft, was auch immer du willst, sprech mich an. Okay, das ist richtig schön, weil, ja, die Forschungszentrale war halt doch echt immer etwas sehr unnötig, weil du dort halt nichts tun konntest. Vor allem eben was Schmieden und Ressourcenzentralen mäßig angeht. Ich glaube, eine Kantine haben die hier immer noch nicht. Zumindest wüsste ich nicht wo. Aber gut, immerhin, das ist ja schon mal gut. Dritte Flottenressourcen. Was willst du? Was willst du? Huch, tut mir schrecklich leid. Ich dachte, du wärst dieser großmäulige Schmiedeverkäufer, Junge, und willst du ihn wieder nerven? Wie auch immer, willkommen in der feinsten Ressourcenzentrale weit und breit. Nun, es ist tatsächlich wohl die einzige Ressourcenzentrale in dieser Gegend. Aber das ist ja auch egal. Kommen wir zum Geschäft, okay? Willst du mal schauen? Ja, klar. So, fange zwei große Meisterrangkämpfe an. Das ist gar nicht schlecht. Meisterrangmonster, ja. Dadurch haben wir einmal das da, Flugwirbelner jagen. Ich schätze mal, das wird sehr viel häufiger passieren jetzt in nächster Zeit. Das müssen wir auch noch machen, den Kulturaustausch. Das wird auf jeden Fall noch wichtig sein. Und hier haben wir die Flugwirbelner jagen erledigt. Gehärtete Monster, da haben wir eins, da haben wir gar nichts. Ganz toll. Glavinus müssen wir noch erjagen, das kriegen wir auch noch hin. Schauen wir mal. Gut, dann hat sie hier vorerst mal keine neuen Quests. Ich dachte jetzt, dass es da vielleicht doch schon welche gäbe, aber scheinbar nicht. Vielleicht dann erst später irgendwann. Oh, das heißt... Ja gut, wir können die... Ja, es ist immer blöd, die Quest von hier aus anzufangen, weil ich würde ganz gerne immer davor essen. Klar, man kann immer essen, während man auf der Quest ist. Man kann ja auch die Waffen wechseln und sowas alles, aber... Ja, keine Ahnung. Mir gefällt es so doch schon besser, wenn man alles vorher macht und dann... eben sich auf die Quest konzentrieren kann. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, wenn man dann eben auch mitten auf der Quest ist, dann vergisst man irgendwie die Hälfte und dann ist man doch nicht so gut vorbereitet und naja, ist alles nicht ganz so toll. Ist zwar eine nette Sache, definitiv, falls man irgendwas mal vergisst, aber wie gesagt, von dem Start aus vorbereitet zu sein, ist eigentlich auch keine schlechte Sache. Jetzt können wir uns auf den Nagakuga und den Glavenus konzentrieren. Ja, ich weiß, dass wir das können. So, jetzt können wir uns erstmal aber darauf konzentrieren, dass wir hier wieder alles nachtanken. Das hat nämlich gerade eben schon ordentlich Ressourcen gefressen, den Kampf gegen den Radoban zu bestehen. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Wir haben unsere erste Begegnung mit dem Vulkaner überlebt. Und so, wir nehmen das hier mit und das hier mit. Dann... stellen wir am besten noch mal ein paar Kräutermedizin her. Damit wir die auch schon vollständig haben. Dann müssen wir das nicht gleich auf der Quest machen.
So, perfekt. Nehmen wir noch Blaupilze mit, weil... Ich meine, ja, man sollte sich nicht so häufig vergiften lassen, aber gerade Rosa Ratian kann da super gefährlich sein. Vor allem, ich weiß nicht, hat sie noch ihren seitlichen Schwung? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann tut das natürlich gleich doppelt weh. Angriff hoch L, aber Verteidiger 2. Okay, das nehme ich auf jeden Fall. Das ist ja Angriff und Verteidigung. Ach, wir haben es nicht, verdammt. Ich wollte gerade sagen, Angriff und Verteidigung jetzt. Das wäre super angenehm gewesen. Leider, naja. Wir probieren trotzdem, das Beste draus zu machen. So, wir sind wieder ziemlich überfüllt. Das passt. Ausrüstung ändern. Sie hat natürlich immer noch eine Drachenschwäche. Wir sind ja immer noch bei Drache. Nehme ich die Glefe? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ich nehme keinen Bogen. Das kann nicht gut gehen. Ja, Flöte weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll wäre. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei der Glefe. Dann ist bloß die Frage, die wahre Gerbolg oder eben die da. Hat mehr Drache, aber weniger Angriff. Ja, 80, 10% Affinität, 20%, 300, 360. Die hat nochmal einen Slot. Die halt eben nicht. Pfff. Gute Frage, welche nimmt man da? Welche ist besser? Die wahre Gerbolg? Ah, die hat bloß blau, die hat weiß. Ich glaube, weiß macht da schon mehr Sinn. Vor allem, da wir jetzt langsam zu den krasseren Monstern gehen. Ja, ich benutze die mal. Versuchen wir das mal, auch wenn wir jetzt halt keinen zusätzlichen Slot haben. Können wir mal kurz auf die Ausrüstungsinfo gehen. Weil wir haben ja jetzt, kritischer Blick haben wir halt auch nicht voll. Kritischer Boost. Wir haben halt die Schutzpolitur. Ja, mal schauen. Da muss ich auf jeden Fall bald auch was an meiner Rüstung ändern. Das ist auch definitiv notwendig. Ja, wir behalten es trotzdem so. Wir können ja auch gerade nicht unbedingt was ändern. Ich hoffe, wir haben alle Objekte. Das ist, ja, gerade bei so einer Rosa Ratian hat man doch schon so ein bisschen Angst, würde ich sagen. Also ich zumindest gerade eben. Weil die kann schon sehr fies sein. Gut, ich habe die Quest hier nicht angenommen. Verdammt! Wieso mache ich das immer? Das ist totaler Blödsinn. So, weibliche Machtübernahme. Und damit sollte das dann wirklich für Meisterrang 2 gewesen sein. Jetzt haben wir doch da wieder mehr gemacht als ursprünglich gedacht. Aber oh, passt schon. Wo kommt die? Ich gehe mal hier in das Lager, weil ich gerade nicht weiß, wo die Rosa Ratian so herkommt. Deswegen probieren wir das mal und schauen mal, wie das Ganze laufen wird. Okay, damit sind wir bereit, gegen die Ratian vorzugehen. Ich hoffe mal, das wird soweit auch funktionieren. Ja, mal sehen. So, wir können uns hier auf jeden Fall gleich mal ein bisschen was an Wurfwerkzeug mitnehmen. Die Ratian, okay, wir haben schon die Spuren dafür. Die Ratian sollte ja irgendwo dort unten sein. Bevor wir ihr gleich begegnen, können wir ja auch nochmal kurz nachschärfen für die Schutzpolitur. Das können wir ja präventiv auch schon machen. Dann hält das für die erste Begegnung auch noch ein bisschen länger. Wo ist Ratian Spuren? Hier irgendwo? Nö. Da. Okay. Ich weiß es nur nicht genau. Ach, da hinten ist sie, okay. Falsche Richtung. Aber passt schon. Dann gehen wir hier rüber. Ah, nee, sie kommt. Ist das sie, die da rüberkommt? Wenn, dann macht sie das sehr langsam. Hä? Wieso haben wir da Fragezeichenspuren? Was haben wir hier neues? Oh, wir haben hier ein neues Monster. Oh nein. Ich habe ein schlechtes Gefühl, welches Monster das sein könnte. Okay, Fragezeichenmonster. Oh oh. Ah, sie geht da hoch. Nee. Doch? Nö. Nee, sie ist hier. Okay. Ich war gerade sehr verwirrt, weil da irgendwie noch ein Pfeil nach oben gezeigt hat. Oh Gott. Er sagt, vielleicht bekommen wir jetzt gleich ein paar Spoiler ab, sage ich mal. Was sich hier von Beast verstecken wird. Wäre interessant, dass es jetzt schon kommen würde. Mal sehen. Vielleicht ist auch wieder der Vulkaner. Ja, wobei. Sieht man den Vulkaner dann auf der Karte oder ist er dann auch Fragezeichen? Ach, okay. Ist der Fulgur-Anjanaf. Gut, okay, der ist ein bisschen lame. Ich dachte an ein anderes Monster. Jetzt, wie gesagt, Fulgur-Anjanaf ist ja eigentlich so, ja, ne?
hat man ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, sage ich mal, im Parkfest. Ich wusste gar nicht, dass sie hier sein kann. Ich dachte, Fulgo Anjanaf wäre nur Raureifweite. Aber scheinbar wieder Banbaro ein bisschen auch in der alten Welt unterwegs. Oder in der alten neuen Welt, keine Ahnung. Wie auch immer. Oh, Hilfe. Das könnte jetzt trotzdem ein bisschen problematisch werden, wenn ihr die ganze Zeit rumhüpft. Wow, okay. Der will sich scheinbar die Iratti anholen. Kannst du aufhören rumzubrüllen, Mann? Wo ist er? Warte, hä? Wo ist er hin? Oh, okay, einfach abgehauen. Ich habe gerade irgendwie nicht gesehen, wo er genau hingerannt ist. Er war plötzlich einfach weg. Okay, gut. Die erste Begegnung mit diesem Fragezeichen-Monster haben wir überlebt. Wie gesagt, das war doch nicht das, was ich erwartet hätte. Zum Glück, würde ich sagen, weil das hätte große Probleme bereiten können. Ja, wieso mache ich das? Wie gesagt, wenn ich nicht am Kopf bin, einfach draufhauen. Macht viel, viel mehr Sinn. So, jetzt bin ich am Kopf. Genau. Nein! Ach komm schon. Okay, du fliegst aber gerade. Ja, genau. Perfekt. Das wollte ich nämlich gerade nochmal testen, aber es ist tatsächlich so, wenn ein Monster fliegt, dann kann man es tatsächlich einfach auf den Boden knallen lassen und bekommt trotzdem auch den Schadensbonus. Das ist super angenehm. Weil ja, fliegende Monster in die richtige Richtung zu bringen, ist ziemlich schwierig. So, die Fußspuren können wir mal einsammeln. Dann bekommen wir da vielleicht auch mal ein bisschen eine Stufe dazu. Okay. Nur vorsichtig sein. Das ist bei der Rosa Rattian ja überhaupt nicht angenehm. Wenn man da von einem fiesen Angriff getroffen wird. Okay. Gut, da lässt sie jede Menge Sachen fallen. Sie ist gerade eben noch nicht aggro. Das heißt, wir könnten, wenn wir sie mal im Gesicht erwischen würden. Ja, genau jetzt. Wow, okay. Hat mich zum Glück nicht vergiftet. Aber war ähnlich gefährlich. Das wird nicht treffen, oder? Ja, da wäre die Wand näher gewesen, glaube ich. Nee, trifft leider nicht. Schade. Okay, wir sollten eigentlich auch wieder nachwetzen. Ah, das tut halt richtig weh. Jetzt haben wir, wie gesagt, sehr, sehr wenig Schärfe auf der Waffe. Da kann jetzt die Schutzpolitur definitiv gut zur Hand kommen. So, wir nehmen trotzdem gleich wieder den Stein mit. Sie ist gerade im Aggro. Wir holen uns jetzt die Boosts. Und dann hauen wir hier am besten mal ein bisschen ins Gesicht oder so. Das können wir ja, während sie aggro ist. Okay. Reiten können wir auch nochmal probieren. Haben wir zwar schon, aber könnte funktionieren. Das war sehr gefährlich, aber es funktioniert. Ach, komm schon. Rot. Danke. So, was ich auch immer vergesse, ist, das Kinsekt tatsächlich dann auch hinzuschießen. Das macht ja auch wenn es nur 10 Schaden sind, aber das kann es ja auch schon bringen. Wow, okay. Erstaunlich, dass mich das gerade eben nicht vergiftet hat. Wir haben ja gerade, glaube ich, gerade eben ziemlich Glück, was das angeht. So, das waren gute Schläge. Oh, wow, sogar 23 Schaden. Plus dann noch ab und zu die Bombe? Ja, okay. Also das Kinsekt sollte man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn es halt gut auf Angriff gepunktet ist. Dann kann das schon ein bisschen was erreichen. So, du bist halt immer noch aggro. Das könnte sich vielleicht ändern, bis sie wieder aufstehen kann. Mal gucken. Wobei, ich schätze mal nicht, dass es ihre Laune so gut tun wird, dass wir jetzt voll ins Gesicht hauen werden. Aber gut. Da muss sie jetzt eben durch. Okay, perfekt Flop. Dankeschön. Das war natürlich die perfekte Heilung jetzt. Okay, und sie haut ab. Aber sie ist nicht mehr aggro. Zumindest, ja, es ist immer schwierig. Ich habe das Gefühl, wenn die Monster abhauen, dann sind sie nie aggro. Werden dann aber schnell wieder aggressiv, sobald... Das war ein Sturzflug. sobald man da wieder rankommt. Mal sehen. Jetzt haben wir bisher auch keinen Mantel genommen. Das können wir auch schnell ändern. So, hupp. Hier runter ist jetzt sie vielleicht in der Nähe. Nee. Können wir einen Lebensrettermantel nehmen. Ja, sie ist auch gerade tatsächlich nicht aggro. Das ist super schön. Zwar sehr aufgewühlt, aber nicht aggro. So, gehen wir mal auf die Beine. Was auch immer da so gepanzert ist. Hey, Fulgo-Anjanaf kommt wieder. Ah, wow, das war viel zu weit, oder? Nee, war es nicht. Nice. Nummer 300 Schaden, ihren Kopf verletzt. Okay, ihr Schweif ist so gepanzert. War das die Seite? Nee, wir gehen am besten auf den Kopf. Ja, der ist auch gerade eben verletzt. Alles Weitere... Ach, der Schrei vom Anjanaf. Alles Weitere macht eigentlich gerade keinen großen Sinn. Ich glaube, sie ist aggro. Sie wollte zumindest aggro werden. So, ihre Beine sind jetzt ja auch verletzt. Da können wir auch gut draufhauen. Ich werde die ganze Zeit bloß noch weggeschubst, weil
ständig irgendwelche Monster brüllen. Es ist hier wieder ein Krisengebiet geworden. Ich fasse es ja nicht. So grün von mir aus. Oh. Hätte aber ganz gerne weiß, danke. So, Schutzpolitur. Au, wow, wie er mich in der Luft weggeschnappt hat. Aua. So, Trutzmantel bitte. Das könnte hier auch helfen, auch wegen dem Geschrei und sowas. Wenn ich jetzt den Anja nachreite, ne? Das wäre... Oh mein Gott, Hilfe. Au. Das hat ja richtig weh. Ja, wow. Puh. Heftige Sache hier. Oh, nein, 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 nein. Nein, nicht schon wieder Feuerball. Das war so knapp. Bitte mal weg hier. Oh Gott. Holy. Was zur Hölle geht hier vor sich? Okay, der Anja dafür scheinbar ein bisschen zurückgeschreckt. Ugh. Nicht sehr angenehm. Oh, oh, okay. Wie auch immer ich da ausgewichen bin. Das hatte sehr viel mit Glück zu tun, glaube ich. So, mein Trutzmantel hält noch ein bisschen was aus. Okay. Sie könnte mal wieder ein bisschen was vertragen. Ja, Schweif von mir aus. Bringt zwar nicht so viel, weil er halt gepanzert ist, aber das können wir ja dann schnell ändern. Da nochmal... Auf den Schweif oder so zu hauen ist auch sehr viel angenehmer als ins Gesicht, habe ich so das Gefühl. Im Gesicht wird man halt doch meistens weggehauen. Ah. So, Schweif ist auf jeden Fall verwundet. Wir können ja nochmal das Leuchtmoos mitnehmen. Meine Buffs sind auch gleich wieder weg. Das war sehr schön. Da hat der Trutzmantel nochmal ein bisschen was gebracht. Das ist leider aber auch wieder weg. Jetzt müssen wir wieder alles ertragen. Ja, au. Toll. Blöde Schnappen. Okay, aber nochmal ein blöder Schlag auf die Beine. Ich nehme gerade eben jeden Schaden, den ich reinhauen kann. Hauptsache, es bringt irgendwas. So, vielleicht können wir sie nochmal reiten. Das war super gefährlich. Wie gut, dass ich da so ein bisschen seitlich abgeschwungen bin. Weil ansonsten hätte das halt frontal getroffen. Der Kreisel. Das hätte sehr, sehr wehgetan. Muss ich jetzt sagen. Deswegen, ja, da war ich gerade eben sehr froh. So, sie wird mich wahrscheinlich versuchen abzuschütteln, ja. Kann man sich immer relativ gut darauf vorbereiten, sobald sie irgendwo sehr weit hinrennt. So, hier nochmal drauf. Vielleicht können wir ihren Schweif hier abtrennen. Vorhin hat das ja nicht so gut funktioniert. Okay, na, ist sie nochmal zusammengezuckt. Das passt. Die wirbelt schon mal drauf. Sehr schön, solange der Schweif auch noch verletzt ist. Prima. Oh, wow, gelbe Schärfe bloß noch. Das Ding hat halt... Ja, wow. Jetzt komme ich hier halt überhaupt nicht mehr durch. Das ist jetzt natürlich großartig, Mann. Oh, ja, wow. Selbst wenn das Teil verletzt ist, komme ich jetzt halt nicht mehr durch. Oh. Hallo? Ach, nicht den Mantel. Wettstein. Also das ist das Problematische an der Waffe. Sobald die mal weiß verloren hat, dann hat sie halt gar keine Schärfe mehr. Okay. So, Tropplerit. Okay. Perfekt. Und dann folgt ihr hoffentlich. Ach, da ist der Anja-Nerv schon wieder. Ich fasse es nicht. Hey, ja, natürlich spürt das Monster auf, das ich erwählt habe. Das wäre die ganz wichtige Sache jetzt gerade. Okay, ja gut, die battlen sich schon wieder. Von mir aus. Ja, das waren zwei schöne Teile. Zwei schöne Schläge. Teil haben wir auch gebrochen. Der Paolumo ist auch noch hier? Na, ja, großartig. Langsam werden mir diese Dreier-Battles hier echt zu viel. Und zwar immer bloß im Korallenhochland. Das ist das große Problem dran. Es ist aber bloß noch ein Monster-Matsch hier. Oh Gott. Ja, das ist die wahre Stärke von World, muss man sagen. Wenn du eigentlich gar nicht mehr kämpfen musst, weil die Monster es schon alleine tun. Ich kann mich jetzt auch halt nirgendwo ran... Wow, bin ich echt an der Ratian? Holy, ich hab den... Yes, ich hab den Paolumo getroffen. Das ist eigentlich auch ganz stark, wenn die Monster so zusammenstehen, aber bloß an irgendein Monster klammern. Und ja, ich sag mal, die Physik tut den Rest. Oh Gott, der Paolumo ist auch schon wieder da. Nein. Und Anja Nav kommt auch wieder. Halt, ich brauche mal kurz die... Nein, was tue ich denn? Ich kam gerade eben sehr durcheinander mit den
mit den Tasten. Oh, Hilfe. Der Anja Nerv kommt. Okay, er hat sich nochmal ein bisschen weggesappt. Ist auch sehr gut. Wie gut, dass ihr das auch sehr gut Schaden macht, weil das ja auch ihr... Au! Ihr schwächstes Element ist, also ihr zweitschwächstes. Das war fies. Das war richtig fies. Okay. So, ganz schnell Lebensrettermantel. Ganz schnell Kräutermedizin. Puh, das war richtig gemein. Da hat sie den seitlichen vorbereitet und mich mit dem ersten Pixel davon getroffen. Wow. Okay, das waren bloß diese Flugbestien. Oh Gott, Hilfe! Kannst du bitte draufgehen? Ich würde das hier nämlich ganz gerne beenden. Au, wie zur Hölle hat das getroffen? Okay, das war bloß so ein Schnappen, deswegen scheinbar. Nein, geh weg. Die Ratian hat gar keinen Bock mehr. Sehr verständlich. Nice. Der Anjanav schnappt auch ständig nach ihr. Kannst du aufhören, hier alles anzukotzen? Oh, wow, okay. Nochmal auf den Schweif. Das können wir definitiv tun. Wir haben bloß wieder grün. Ich hasse es. Ach, es ist so ätzend. Okay, haben sich jetzt alle mal hier ein bisschen beruhigt? Ja, scheinbar. So, wir gehen mal ein bisschen in das Gesicht. Passt genauso. Hiebwirbel, sehr schön. Okay, jetzt. Ich dachte gerade eben schon, was passiert hier. Okay, ach, schon wieder bloß gelb. Ach, wie ich das hasse. Warum bekomme ich gerade immer bloß gelb, wenn ich dann im Kopf hänge? Aber jetzt halt nachzuschärfen wäre richtig doof. Deswegen mache ich lieber wenig Schaden, statt gar keinen Schaden. Okay, ich weiß nicht, welches Teil. Wahrscheinlich eine Flügelkralle. Gerade sage ich, weiß nicht, welches Teil wir gebrochen haben, aber wir haben eins gebrochen. Das wäre super. Frosch, ich trete dich. Go. Nein, sie hat mich... Okay, wow. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Wegen dem Wind. Dann schlafen wir einfach alle mal eine Runde, ne? Wir haben es uns alle verdient. War ein anstrengender Tag, deswegen pennen wir mal kurz. Unfassbar, was hier passiert. Ich krieg hier noch die Krise. Okay, meine Boosts sind vorbei, aber trotzdem, ja, wow, das tat richtig gut weh. So, sie sollte gerade eben nicht aggro sein, aber ich habe halt gerade eben auch keine Sachen zum Werfen. Das ist das nächste Problem, da hinten. Also unter ihr gerade eben. So, ist sie aggro? Ja, okay. Das war bloß, weil sie gerade geschlafen hat. Was war denn das für ein Wind? Hä? Wieso hat er mich denn so weggeweht? Was zur Hölle? Okay, dann rot. Ja, rot. Du bist immer noch aggro. Ja, okay. Dachte ich mir fast schon. Wäre ja zu einfach gewesen, wenn nicht. Nein, kein Feuerball. Oh, au. Durch den einen bin ich gerade noch so durchgekommen. Beim anderen hat das eher weniger funktioniert. Oh, genau deswegen hatte ich Angst vor der rosa Ratian. Okay, sehr schön. Können wir kurz ausweichen und dann im schöneren Winkel besser reingehen. Au. Das war jetzt sehr blöd. Oh ja, blob, 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 blob. Nein, au. Oh, doch, okay, sehr schön. Haha, nein. Geh weg von mir. Lass mich bitte einfach mal in Ruhe. Und stirb. Das wäre sehr viel besser, okay. Ja, aber sie hat schon einen relativ niedrigen Puls. Also sie sollte, glaube ich, entweder fangbereit sein oder kurz davor. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ob sobald der Puls schon unten ist, ob man sie dann wirklich schon fangen kann oder ob man dann bloß weiß, dass es beinahe vorbei ist. Aber ich glaube mal, dass es schon ziemlich kritisch für sie aussieht. Okay, sie legt sich nochmal hin. Ich probier's einfach mal. Komm. Vielleicht können wir das Ganze etwas entspannen. Ich glaube an die Macht des Pulses. Yes! Sehr schön. Ach, wie schön, dass es funktioniert hat. Ich bin gerade eben ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so rausgefunden habe. Also natürlich Dankeschön an die ganzen Leute. Oh mein... Vel'Kana ist zurück! Verzupf dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Da ins Gesicht! Wie gesagt, ich bin ein bisschen stolz. Wie gesagt, natürlich vielen Dank an die Leute vom Stream, die es mir beigebracht haben, mit dem Puls, den Puls zu lesen. Hallo, zwei Rubine und eine Hülle. Holy, okay. Nicht nur ich bin stolz auf mich, das Spiel ist scheinbar auch stolz auf mich. Nice Sache. Okay, nehme ich natürlich sehr, sehr gern. Wow, okay. Und hier haben wir dann nochmal schöne Sachen. Ja, okay, nehme ich. Schön, gefällt mir definitiv. Ein Blitzjuwel, Donnerangriff.
Wer braucht denn sowas? Ja gut, okay. Ja, keine Ahnung. Aber 3 Stück reichen auf jeden Fall. Ach Gott, Hilfe. Was war das denn schon wieder? Okay, Vitalwespen-Wiederbelebung. Sehr schön. Die hat mir hier auch wieder definitiv den Hintern gerettet. Und ja, damit haben wir die Roseratien erledigt. Das war eine Quest. Aber ich würde sagen, es hat ganz gut funktioniert. Wir haben Vulkane nochmal gesehen. Wir haben eine Höhle bekommen. Unser erstes G-Rank Rare oder Meisterrang Rare. Und ja, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt um den Nagakuga und den Glavenus kümmern.